Folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Auto Wiechert. Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner. Das ist nett. Ein schöner, warmer Einlauf aus der Westkurve. Herzlich willkommen zu Nachspielzeit. Da sind wir wieder. Wir melden uns direkt aus dem Auto Wiechert Autoterminal in Langenhorn und freuen uns, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir sind mit unserem privaten Dienstwagen gekommen. Das schneller Dienstwagen. Ein schöner, wunderbarer Dienstwagen. Der ist ungefähr 30 Jahre alt. Also nicht Uli, sondern der Wagen. Ich und auch fast. Hat schon viel Spaß gemacht. Das stimmt. Und es ist der Anfang einer tollen Sendung, wie ich hoffe. Denn wir haben tolles Publikum da, aber ja, natürlich auch tolle Gäste. Und werden natürlich heute in unserem Sporttalk wieder den HSV als Schwerpunkt haben. Denn es gibt ja genug zu bereden und zu berichten. Der HSV sportlich so ein bisschen ja wieder hervorgekommen durch den Sieg gegen Stuttgart, aber im Umfeld, da brodelt es wieder. Stichwort Aufsichtsrat, Stichwort Klaus-Michael Kühne, das müssen wir alles sprechen. Darüber müssen wir sprechen. Ist er da heute? Illustren Runde, hat abgesagt. Ach so, schade, schade, schade. Aber wir haben eine illustre Runde, meine Damen und Herren, vom Allerfeinsten. Wir freuen uns auf einen Gast, der schon mal bei uns war in der Nachspielzeit, danach lange nicht. Umso mehr freuen wir uns, dass er jetzt wieder dabei ist. Er kann uns aus dem Inner Circle des deutschen und internationalen Fußballs viel erzählen. Er ist dreimal deutscher Meister geworden, hat UEFA-Pokal gewonnen, DFB-Pokal, Europameister ist er 1996 geworden mit der Nationalmannschaft. Jetzt erfolgreicher Sportmoderator bei Sport 1 und heute unser Gast. Herzlich willkommen, Thomas Helmer. Bravo, schön, dass du da bist. Danke. Dankeschön. Ihm gegenüber auch, ich sag's mal so schön, ein Freund der Sendung. Ja. Er war auch schon bei uns, hat die Leute gut unterhalten damals. Er ist auch ein Entertainer, er ist Sänger. Man kennt ihn natürlich von Klaus und Klaus, aber er ist vor allen Dingen auch Fußballfan. War selbst früher Torwart, soweit ich weiß. Er saß auch mal im Präsidium eines Clubs, hat er gute Arbeit geleistet. In Oldenburg, in Oldenburg. Heute ist er wieder hier, freuen wir uns auf ihn. Klaus Baumgart, herzlich willkommen, Klaus. Und dann natürlich, meine Damen und Herren, die Kenner unserer Sendung wissen das, ein Stammgast der Sendung. Und ich glaube, er hat uns heute wieder viel zu erzählen. Er hat die Raute im Herzen. Und ich habe ihn eben noch getroffen, oben in der Garderobe, kurz vor der Sendung. Schaum vorm Mund, Messer in der Hand. Guck mal, jetzt sieht er ganz friedlich aus. Er rasierte sich gerade. Also, insofern herzlich willkommen, frisch rasiert, Heinrich Höper. Oh. Und dann, last but not least, einer der bekanntesten Verleger und Herausgeber der Stadt. Anfang der 90er hat er den Magazinverlag Hamburg gegründet und führt diesen weiterhin sehr erfolgreich. Und er ist jetzt kein ausgewiesener Fußballexperte, glaube ich, aber durchaus ein Fußballfan, ein Sportfan in Hamburg. Und auch er hat eine klare Meinung. Da bin ich mir sicher, bin gespannt auf ihn. Freuen wir uns auf ihn. Herzlichen Applaus für Wolfgang E. Bus. Siehst du, dann geht's los. Was lange währt, wird endlich gut. Uli hat es eben angesprochen, Wolfgang, das E von Wolfgang E. Bus steht wofür, damit wir das mal geklärt haben. Edward. Edward. Nein, stimmt nicht. Es ist einfach nur Erwin. Erwin. Ja. Das ist natürlich, du kannst es dir jetzt noch aussuchen. Ja, wir können das noch schneiden, Wolfgang. Aber Edward klingt toll, Edward ehrlich klingt gesagt. Natürlich besser. Ja. I can speak Germany to you. German yes. To you. Okay, yes. I try my very best. Wolfgang, ich freue mich insofern, dass du bei uns in der Runde bist, weil du, und das verbindet uns ein bisschen, auch nicht sozusagen als Sportreporter, Sportjournalist von morgens bis abends 24 Stunden am Tag dich mit diesem Sujet sozusagen beschäftigst. Mich interessiert dein Blick von außen auf das Ganze. Wenn wir auf unseren HSV kommen, wir haben so das Gefühl, es geht ihm im Moment nicht so besonders gut. Es gibt einen Schuldenstand, mit dem ich euch gar nicht nerven will, von ungefähr 105 Millionen insgesamt. Der HSV steht nach einem guten Start im Sommer schon wieder unten drin. Was ist eigentlich los mit einem solchen Traditionsverein? Wir haben doch eigentlich in Hamburg Besseres verdient. Gar nicht auf die Frage zu kommen, woran es liegt, aber deine Einschätzung, Wolfgang,
Soll uns das nervös machen? Müssen wir ruhig bleiben? Ist alles halb so schlimm? Wie schätzt du die Situation ein? Also zunächst mal freue ich mich immer, wenn ich im Stadion bin, dass der HSV so viele treue Fans hat. Und auch als sie ganz unten waren, habe ich oft gesagt, der HSV-Fan ist schon begeistert, wenn 11 Leute auflaufen, wenn die alle da sind. Das reicht letztendlich schon für einen Hamburger, der vielleicht gar nicht im Spitzensport unbedingt so zu Hause ist, sondern in der Mittelmäßigkeit lebt. Und wenn da am Samstag dann schon alle da sind, dann gibt es schon riesigen Applaus und eine begeisterte Stimmung. Darüber freue ich mich. Bist du begeistert? Also jubelst du mit oder siehst du das mit der kühlen Distanz des Journalisten? Naja, ich denke immer, wenn wir die schönste und tollste Stadt Deutschlands sein wollen, dann sollten wir auch... Sind wir. Okay. Dann denke ich, sollten wir auch einen entsprechenden Verein haben. Ja. Und vielleicht sind wir stolz darauf, dass wir nie abgestiegen sind, aber immer auf den unteren Plätzen, da gehören wir nicht hin. So ist das. Und gerade wir als stolze Hamburger, und das ist meine Wahrnehmung, und vielleicht, wenn ich das sagen darf, ist diese Idee, dass wir sagen, es sind treue Fans, aber vielleicht dürfen wir alle auch etwas mehr erwarten. Ich glaube, das sprichst du hier aus unserer aller Seele. Ihm gegenüber sitzt mit Thomas Helmer ein Mann, Thorsten, du hast gesagt, nicht ganz Sport- oder Fußball-Experten. Thomas ist nun absoluter Experte. Ich wollte gerade sagen, er ist doch aber ein Experte. Er ist einer. Er natürlich als ehemaliger Profi, aber auch aktuell als Moderator des Doppelpasses bei Sport 1, wo er, glaube ich, öfter als manchmal gewollt über den HSV auch reden muss, weil der HSV immer wieder in der Krise steckt. Wie betrachtest du das Ganze? Du siehst es ja doch ein bisschen nüchterner, weil du es alles selbst schon früher miterlebt hast, wie das Profigeschäft läuft. Aber wenn du auf den HSV schaust, du bist Hamburger, du lebst in Hamburg. Ich kann mir schon vorstellen, dass du eine enge Bindung auch zum HSV hast. Geht dir das nicht manchmal auch auf die Nerven und du denkst, das kann doch nicht sein? Uli, ist natürlich klar. Ich meine, wenn du durch die Stadt gehst, überall wirst du mit dem HSV konfrontiert. Das wird über das Spiel gesprochen. Am Wochenende gehen alle hin. Ich bin in so einer App, wo die ganzen HSV, mein Zahnarzt zum Beispiel drin ist und so weiter. Du bekommst alles mit, wie sie leiden. Teilweise aber Sachen nicht verstehen. Und ich finde es einfach schade, nochmal nicht nur, weil es die schönste Stadt in Deutschland ist, einfach, was sie da machen. Und da muss man irgendwann natürlich auch mal die Frage stellen, warum ist das so? Ist es ein Qualitätsproblem der Mannschaft? Ich glaube ja, zum Beispiel. Ist es ein Qualitätsproblem wieder auch vielleicht oder ein Problem der verantwortlichen Leute? Und das haben wir, seit ich zumindest in Hamburg wohne, habe ich das nicht mitbekommen, dass irgendwie, was auch die Führung und die Verantwortlichen angeht, dass da irgendwas geschaffen wird, was einfach auch eine Zukunft hat, wo man das Gefühl hat, so, natürlich hoffen immer alle jetzt, sagen alle, weil Werder ist noch schlechter, Köln ist noch schlechter, so, Freiburg ist noch schlechter, punktemäßig. Sucht man immer aber zwei. Wenn man sich das Spielerische anguckt, auch ganz ehrlich als HSV-Fan, muss ich sagen, wie man so leiden kann, das bewundere ich einfach. Ne? Echt, der HSV-Fan ist nicht nur der 12. Mann, mindestens auch 13., 14. Mann auf dem Platz, ne? Hat man manchmal das Gefühl. Ja, ist auch gut so. Also nochmal, das gilt ja auch für andere Städte. Ja. Die Fans stehen immer hinter dem Verein und das sollte auch so sein. Aber trotzdem fragt man sich natürlich auch bei dem, du hast es eben angesprochen, glaube ich, Etat, bei dem Geld, was passiert eigentlich damit? Und warum schafft man es nicht, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die zumindest mal, sag ich mal, erstmal auf dem 10. Platz. Man muss ja nicht gleich nach ganz oben gucken. Ich erinnere mich dran, ersten zwei Spiele gewonnen, Augsburg, Köln. Genau. So, was war los? 6 Punkte und dann haben wir schon fast wieder um die Meisterschaft gespielt. Da war der HSV Tabellenführer, glaube ich. Ja, oder Champions League und so weiter. Und ich finde, ich kann das natürlich verstehen, dass man das gerne möchte. Aber es ist natürlich völlig realitätsfremd. Und wir sitzen ja mit dieser Sendung schon des Öfteren zusammen und sprechen eben unter anderem und ja auch oft schwerpunktmäßig zugegebenermaßen über den HSV. Und wir haben ja schon im Jahr 2014 hier heiß diskutiert, nicht hier, aber an einer anderen Location, wo wir gesagt haben, die Ausgliederung des Profifußballs aus dem Verein als AG, das sollte der Heilsbringer sein. Da waren viele der Meinung, endlich, das muss so sein, so muss ein Verein aufgestellt werden. Jetzt wird alles besser. Es müssen professionelle Leute an die Spitze. Man hat auf Bruchhagen jetzt gesetzt und alle hoffen doch, es wird besser. Heinrich, warum wird es nicht besser? Also insgesamt ist es so, dass der HSV über ein schlechtes Management verfügt.
Leute werden zusammengekauft und man hofft denn, dass diese 20 oder wie viele es auch immer sind, dass die dann zusammenpassen und dass man gute Spieler hat und dass die Mannschaft dann funktioniert. Die Spieler auf dem Platz können oftmals gar nicht dafür, die werden zusammengewürfelt und jetzt soll das funktionieren. Und in der Vergangenheit war es dann ja ständig so, dass der Trainer dann entlassen wurde. Mein Gietzold ist jetzt schon 13 Monate da, nach 11 Monaten ist eigentlich Breakout oder Break-Even oder wie man das immer nennt. Also normalerweise müsste er schon wieder weg. Aber es hat ja, wir müssen ja mal dahin kommen, dass wir nicht ständig den Trainer entlassen. Ja. Wen denn dann? Genau. Pass auf, lass mich jetzt mal, und jetzt möchte ich mal etwas vortragen. Ja. Der HSV hat keine 105 Millionen Schulden. Ja. Der Schuldenstand beim HSV beträgt 40 Millionen Euro. Mhm. Zusätzlich haben sie ein Konto Courant von 6 Millionen, den sie in Anspruch nehmen können. Und aus Spielertransfers, die ehemals, wo sie Spieler gekauft haben, gibt es noch. Das ist aber in der Bundesliga so, dass das ein Abzahlungssystem ist, aber eine kleine Summe, die. Ansonsten hat der HSV keine Verbindlichkeiten. Das Stadion ist bezahlt. Ich glaube, das hört man jetzt in Hamburg das erste Mal, weil jeder sagt, Herr Kühne hat seinerzeit mal 120 Millionen gegeben. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass das Schulden geworden sind, sondern Herr Kühne hat Anteile dafür gekauft und hat auf sehr, sehr viele seiner Schulden verzichtet, praktisch eine Schenkung gemacht. Die Rückzahlung verzichtet. Aber wir haben doch alleine in dieser Saison, wenn ich den aktuellen Zahlen, die veröffentlicht werden, glauben darf, ungefähr 13,4 Millionen neue Schulden. Ja, du sagst, das sind richtig. Keine Schulden, oder wie? Nein, das ist ja, die sind in der Bilanz enthalten. Ja. Und also wir haben einen Unterschuss von 13,4 Millionen. Betont der HSV auch immer wieder und sagt immer, wir haben gar nicht so viel hohe Schulden, trotzdem hat er Schulden, macht weiter miese. Und du hast einen Namen angesprochen, und das ist ja ein großes Problem. Lieber Klaus, der Fall Klaus-Michael Kühne und wie man damit umgeht, wie viel Einfluss er hat. Nun bist du ja selbst ein Mann, der, ich habe es gesagt, in Oldenburg aktiv war, nicht nur als Torwart. Ist das eigentlich richtig, Torwart? Ja, ne? Ganz früher. Der schwarze Panther auf der Linie. Der schwarze Panther auf der Linie. Heute Panther aus dem Dschungelcamp. Ja, heute ist in Rot. Ja, aber Uli, das sieht man doch. Das sieht man doch, ja, das stimmt. Die Katze. Genau. Guck dir mal die Hände an. Also, ja, aber viel wichtiger ja noch, dass du im Präsidium ja tätig warst. Ja. Und der VfB Oldenburg die erfolgreichste Zeit tatsächlich unter deiner Regie hatte. Aber das nur am Rande. Du kannst es aber einschätzen. Welches Problem hat der HSV da in der Führungsetage? Heinrich sagt, dieses Fehler liegt im Management. Ist das zu einfach gesagt? Hat er da schon recht? Und welche Rolle spielt er? Er hat da schon recht, aber ich möchte erst mal eins vorweg schicken. Ich glaube, der HSV ist in einer Geschichte Bundesliga-Spitze. Und das wird ihn auch keiner nehmen können. Und zwar ist das der Auftritt von Lotto King Gahl am Anfang. Ja, Hamburg, meine Perle. Das ist, da musst du mir mal ein Stadion, das hat ja nicht mal Bayern München. Das stimmt. Schicht. So, jetzt würde da auch keinen Sinn machen, Hamburg, meine Perle zu singen. Aber das ist so. Da könnten das wir ja auch mal den Anbieter wechseln. Entschuldige. Aber was mich viel mehr fasziniert beim HSV, und das ist auch relativ einmalig, dass man nicht erkennt, dass man Spieler hier hat, beziehungsweise hatte, die ein großes Potenzial haben. Ich nehme nur mal den Fall Demiray. Der war ja hier unter Vertrag. Stimmt, ja. Dann gibt man den nach Düsseldorf. Da spielt er eine überragende Saison. Und dann kommt er wieder zurück zum HSV und dann will man ihn nicht halten oder wie auch immer und dann geht er nach Hoffenheim. Da ist er mittlerweile Nationalspieler. Und so gibt es ja einige, viele Beispiele, ne? Viele Beispiele und auch gerade die Spieler, die nach Hamburg kommen, als gute Spieler werden nicht besser. Und werden nicht besser, im Gegenteil. Im Gegenteil, ja. Sie, sage ich mal, verlieren bis zu 50% ihrer Leistungsfähigkeit. Dann fragen wir euch beide mal. Fangen wir bei dir an, Klaus. Woran liegt das? Ich glaube, wenn man das wüsste. Es gibt ja, also man muss natürlich auch sagen, natürlich flupscht immer irgendwie ein Spieler durch die Finger. Das bleibt ja gar nicht, gibt es gar nicht. Ja. Ne? Genauso hast du Manager, die dann, sage ich mal, über 2 Jahre oder 3 Jahre richtig gut einkaufen, siehe Schmadtke, und auf einmal machst du nur Grütze. Ja. Das passiert. Ne? Und es gibt ja immer den Fall mit dem, dass sie schlechter werden. Da wird ja immer gesagt, Thomas, denen geht es hier zu gut. Die kommen von kleineren Vereinen, Augsburg, Mainz, und dann kommen sie hier, sind die Stars. Ist das auch ein bisschen einfach, oder? Ich glaube, das ist zu einfach gedacht. Ich glaube, dass beim HSV wirklich eine richtige Hierarchie fehlt.
Du kannst ja, ich sage, wenn ich immer höre, Papadopoulos und der gibt da Gas und der ist für die Bundesliga nach meiner Auffassung viel zu langsam. Der ist natürlich setzt er seinen Körper ein und ja, lässt ihn dann mal auflaufen. Deswegen haut er ja alle um und deswegen provoziert. Deswegen haut er alle um, ja, aber damit entwickelst du dich doch nicht weiter. Nee, Klaus, so einen kannst du ja vertragen, finde ich. Ne? Aber der Rest darum muss dann natürlich schon ein bisschen schneller sein. Und da hast du nicht ganz Unrecht. Der wird so hochgejubelt, ne? Weil er ein guter Typ ist. Und Hierarchie ist ein gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast, finde ich. Das ist immer das Wichtigste in einer Mannschaft. Du musst so eine Achse haben. Normal Torwart, Innenverteidiger, einer im Mittelfeld und einer vorne. Und die sehe ich beim HSV auch nicht. Das ist einfach so. Ne? Und die gibt's bei anderen Mannschaften gibt es die einfach so. Gar nicht. Aber da sitzen doch in den entscheidenden Positionen sitzen doch Fachleute. Also wenn du das so, wenn du das so, ja, aber wenn du so klar sagst. Oder wen meinst du? Leg mich jetzt nicht fest. Ich möchte ja niemanden diskreditieren. Nein, du kannst. Ich will mich da ja nicht einmischen. Nein. Aber in dieser Mannschaft fehlt ja der Knipser. Siehst du? Den haben wir jetzt. Fehlt der Lenker. Van der Vaart war der letzte, den wir hatten, ein Spielgestalter. Ja. Und auch in der Abwehr fehlt noch jemand. Dann ist also wenn die diese Kritik... Ich bin ja noch nicht zu Ende. So. Wenn diese drei Positionen gut besetzt sein würden, dann würde das funktionieren. Ich frage mich heute, Bobby Wood, dem hat man ja den Vertrag verlängert. Neue Bedingungen, 2,3 Millionen Gehalt, ein Jahr länger. Derjenige, der das zu verantworten hat, denn dieser Mann ist kein Fußballer. 2,3 Millionen ist ja im Bundesliga, ist ja 3,2, nicht 2, 3,2. Entschuldigung, das ist eigentlich gar kein Geld mehr. Aber der Junge, der die Tinte hat trocknen lassen, der den Vertrag untergeschrieben hat, der muss sich doch mal angucken, was er sich da, was er da angerichtet hat. Aber du weißt doch, wer das war. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ja, klar. Thomas, auch wieder ein Fall, er hat ja Tore gemacht. Vorher. Wann hat er ja. Hat er gemacht in einer Saison. Unterschreibt den neuen Vertrag. Jedes Tor hat 600.000 gekostet. Und wird schlechter. Nee, da bin ich bei Heiner aber auch. In der entscheidenden Phase, auch letzte Saison, weiß ich noch, als es um alles ging, hat er kein einziges Tor mehr gemacht. Nee, gar nicht. Oder? Hat er eins gemacht? Nein. Die vier Tore hat er vorher gemacht, ne? Oder? Vier, ja. Ja, vorher aber, nicht in der entscheidenden Phase, als es gegen den Abstieg ging. Also eins im Pokal, vier in der Bundesliga. Da musst du zumindest mal zweifeln, ist er wirklich so gut? Er ist sicherlich kein schlechter Spieler, aber ich. Wie ist der doch, der aus Frankfurt gekommen ist, der junge Spieler? Luca Waldschmidt. Der macht ein Kopfballtor, wird hochgejubelt bis zum geht nicht mehr, weil man den Klassenerhalt geschafft hat. Und bis heute hast du von dem nichts mehr gehört. Er spielt also, auch nicht. Also, ich kann euch Folgendes berichten. Ich habe die gleiche Frage, die du uns stellst, an Bernd Wehmeyer gestellt, in einem ganz tollen, langen Talk. Und wisst ihr, was Bernd gesagt hat? Wir müssen früh nach vorne spielen. Wir müssen sofort die Räume hinten zumachen. Wir müssen klar über die Seiten kommen und früh das Tor machen. Ja, und kein Tor hinten bekommen. Aber und dann haben wir gesagt, das ist dann Fußball Laberababa, wo man dann auch sagt, oder? Auf das Fußball heißt, hat dann auch ein Stück Spaß oder ein Stück nicht so ganzes Ernsthaftes, dass man... Auch diese Geschichte immer, wenn ich daran als Nicht-Fachmann, so wie ihr, höre, wenn wir anschließend die Interviews machen, nicht, wir haben das Spiel nicht, wir haben nicht früh das Tor gemacht und so weiter und so weiter. Also da ist auch ganz viel Kaffeesatzleserei möglicherweise noch dabei, was wir so machen. Das zeigt auch, dass er selbst die Antwort eben auch nicht weiß. Nein, das wollte ich nämlich sagen. Also früh nach vorne spielen, hinten zumachen, aggressiv vorne rein und früh das Tor machen. So. Wir müssen unbedingt ein Schwein auch genau. Und in die einführen. Werbung geben, ist auch so. Das machen wir Aufnahmeleiter, der steht da schon so und sagt, jetzt Werbung, das ist deine Phrase. Wieso, wir reden also, erst 5 Minuten. Ja, nein. Gefühlt. Du alleine, genau. Gleich sind wir wieder da mit dem zweiten Teil. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Zur Nachspielzeit hier bei Auto Wichert. In der Langenhorner Chaussee sitzen wir weiterhin und diskutieren natürlich über den HSV. Und in diesen Tagen und Wochen kommt man natürlich an einem Namen nicht vorbei. Klaus-Michael Kühne, der Investor.
er gibt auf der einen Seite viel Geld oder hat viel Geld gegeben, auf der anderen Seite mischt er sich dann doch immer wieder ein, gibt etwas unkluge Interviews. Und deswegen, lieber Thomas, die Frage an dich. Oh. Ist Klaus-Michael Kühne für den HSV Fluch oder Segen? Was würdest du sagen? Die Zeit kann ich sagen. Ja. Nee, das kann Heiner eigentlich viel besser beantworten als ich, aber... Also, dann mach ich das auch mal, ne? Nein. Erst Thomas. Lass mich zwei Sätze sagen, dann übernimmst du bitte. Ich wollte nur sagen, ich glaube, ohne ihn wäre die Lizenz schon nicht möglich gewesen. Also, das darf man nicht vergessen. So, dass man dann irgendwann, wenn man viel Geld gibt, ne, bestimmte Hoffnungen hat, ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert und die nicht erfüllt werden und dass man dann ein bisschen sauer wird und vielleicht auch mal seinen Unmut äußert, finde ich auch okay. Und dann sagt, ich würde mir gern was anderes wünschen oder eine andere Richtung. Aber glaubst du, man kann nicht lenken? Oder glaubt ihr, Er macht das auch noch mit sehr moderaten Worten. Ich glaube, man kann ihn lenken. Also man muss nur mit ihm reden. Heinrich? Heinrich sowieso. Nein, auch mit Klaus-Michael Kühne, glaube ich, einfach immer das Gespräch und die Kommunikation suchen. Das ist ja eh ein großes Problem in der heutigen Gesellschaft, finde ich. Kommunikation sehr, sehr wichtig. Aber wenn man offen miteinander umgeht, da kracht es vielleicht auch mal, Heiner, weiß ich nicht, kannst du jetzt vielleicht beurteilen, aber ich glaube, es wäre der erste Schritt. Ich glaube, man kann schon mit ihm reden. Ich kann das nicht so beurteilen. Also ich kann das vielleicht beurteilen, aber ich bin eigentlich immer sehr gut informiert. Das sieht man an den Zahlen. Und die Zahlen, die stimmen. Nein, ich habe mal mit Herrn Kühne ein Gespräch gehabt. Ein kurzes Gespräch hat sich so ergeben, hat meine Frau dafür gesorgt, dass das stattfindet. Und ich habe ihm den Vorschlag gemacht, er müsste Präsident beim HSV werden. Da sagte er mir, ich bin schon viel zu alt. Und dann standen aber gleich wieder 10 Fotografen vor uns und dann hat er gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Also das war, ich kenne ihn nicht. Aber man kennt ja die Leute, die in seinem Umfeld sind. Und das, was der HSV momentan gerade macht, es wird ein neuer Aufsichtsrat bestimmt. Herr Kühne hat 120 gegeben. Die Leute sind ja nun schon, glaube ich, personalisiert, die da in Zukunft Aufsichtsrat sein sollen. Ich fand den bisherigen Aufsichtsrat nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. In meinen Augen haben sie keine schlechte Arbeit geleistet. Wenn man davon ausgeht, dass nun ein Aufsichtsrat auch einen Transfer abnicken muss, aber der Transfer ja doch von der sportlichen Seite oder von der Geschäftsleitung vorgegeben wird. Und dann ist immer schwierig zu sagen, nein, den wollen wir nicht, den wollen wir nicht. Was beim HSV jetzt sein muss, der HSV wird, wenn der Herr Kühne nun keinen Ansprechpartner mehr hat im Aufsichtsrat, insofern ist es für mich ein reines Harakiri, dass man sagt, den Gernhardt wollen wir nicht mehr haben. So, das ist die Verbindung zu Kühne. Wenn Herr Kühne schlechte Laune bekommt, oder muss ja keine schlechte Laune haben, und sagt, in der Zukunft, in der Vergangenheit war es so, ich habe euch Geld gegeben und ihr habt nichts daraus gemacht und wir spielen jedes Mal gegen den Abstieg. Ja. Das ist die Tatsache. Das ist natürlich berechtigt. Und wenn er jetzt gar keinen Ansprechner dann hat er auch keine Lust, kein Geld mehr zu geben. Aber ist denn, Thomas hat das Stichwort Kommunikation genannt. Und das ist ja, glaube ich, genau der Punkt. Ist gute Kommunikation, wenn ein solcher Investor wie Herr Kühne dann schon im Sommer, wo noch nicht mal die Saison wieder begonnen hat, das über Zeitungsinterviews transportiert, was sein Unmut ist. Hältst du das für gute Kommunikation oder muss man den Mann verstehen, dass der sagt, also ich gehe jetzt auch mal diesen Weg, damit sich bei meinem HSV mal was bewegt? Das kann ja auch ein Hilferuf sein, ne? Unter Umständen. Ja. Aber ist der an der Stelle richtig? Das kommt auf die Zustimmung der Leute an. Also ich finde, dass es schon richtig ist. Also wenn ich mir überlege, am Anfang der Saison, wie der HSV in Osnabrück gegen 10 Osnabrücker rausfliegt. Drittligist. Die Tabellenletzter sind, glaube ich, noch. Aber ich glaube, es stand, glaube ich, 1-0 für Osnabrück. Und dann spielen die mit 10 Mann und versenken noch 2 Stück beim HSV und die fliegen mit 3-1 raus. Dann dass der Kühne der dann nervös. Unter der Decke ist er ja nicht der Einzige gewesen. Es ist ja auch immer die Frage, die er sich stellt, Jungs, was macht ihr mit meinem Geld? Ja. Ne? Und ich denke auch, das ist ja kein Sportsmann, sondern das ist eine tolle Unternehmerpersönlichkeit. Ja. Und wenn der in etwas investiert, dann möchte er, dass da auch was Anständiges bei rauskommt. Das heißt, was wir für Klaus-Michael Kühne tun können, ist, wir müssen
auf der Tabelle nach oben. Dann ist der der Happy. Da ist der mal happy. Und dann habt ihr, braucht ihr auch gar nicht mehr, dann brauchen wir auch gar nicht mehr diskutieren, ob der der Richtige ist. Der Mann ist goldrichtig. Der hat ja ganz viel geschaffen. Nur was ist, wenn du ein Unternehmen führst mit seinem Geld, was Verluste macht, dann hast du auch mit ihm Probleme. Das müssen wir verstehen. Spielt man gegen den Abstieg, ja, und der haut jedes Jahr da seine Millionen rein. Ja. Also aber Fluch oder Segen, wie wäre es denn für dich jetzt früher in Oldenburg gewesen? Du würdest dich, du hättest dich gefreut. Hattest du so einen Geldgeber in der Hinterhand? Wir hatten, mit der Kohle hättest du dich gefreut. Nee, wir hatten wirklich einen gehabt, der einen sehr großen Brotfabrikanten. Der war so gut, da hätte ich auch jeden Morgen für den gesungen, Klingeling, hier kommt der Eiermann oder so. Oder für die Kohle. Also ja. das ist schon wichtig. Aber der wollte doch auch wahrscheinlich ein bisschen mitbestimmen. Ja, oder? Wieso? Wir waren noch erfolgreich. Um ein Tor, dann wären wir in der ersten Bundesliga gewesen. Ja. Aber ja. Hat der dann immer reingeredet und hast dann gesagt, nein, halt die Klappe? Oder? Den habe ich vorher beruhigt. Er war mal der Chef von Rudi Assauer. Ja, das heißt, hast du völlig recht. Ja. Rudi Assauer war damals derjenige gewesen, der das wunderbar kommuniziert hat und so weiter. Aber man muss natürlich sagen, da hast du recht, wenn du erfolgreich bist, da kommt doch keiner mit Kritik an, ist doch völlig klar. Aber die Kommunikation, würdest du auch schon sagen, ist das A und O dann auch? Das ist natürlich nochmal eine andere Liga und eine andere Geldliga, als bei dir wahrscheinlich früher. Darf ich nochmal was sagen? Ausnahmsweise. Kurz bitte. Was mich so ein bisschen nervt, ist im Grunde genommen das, mit Bruchhang haben wir so ein bisschen Ruhe in den Verein reinbekommen, aber man will mit ihnen nicht verlängern. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Es werden aber schon wieder die Messer gewetzt, denn irgendjemand möchte ja diesen Posten da gerne haben. Muss es machen. Ja. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass der HSV vielleicht nicht absteigt. Dann gibt es immer 1 Million für einen Job. Ich vertrete die Meinung, dass dieser HSV keinen bezahlten Vorsitzenden mehr gebraucht, sondern einen ehrenamtlichen. Aber ob du das Rad nochmal zurückdrehen kannst... Warum denn das nicht? Glaub mir, das würde wunderbar gehen. Vorstandsvorsitzender einer AG? Ja. Ich glaube nicht. Dann schließt sich der Kreis, dass der Kühne ein Gehalt vom HSV haben will. Wenn der Präsident werden würde, oder? Nein, der will er nicht werden. Nein, ich sage ja, aber... Ob das machbar wäre, ehrenamtlich für eine AG tätig zu sein. Aber da gibt es einen anderen Weg. Aber ich bin der Meinung, in der Vergangenheit, die Präsidenten haben sehr viel Geld verdient beim HSV und haben sehr, sehr, sehr viel Geld versenkt. Aber Heiner, es ist doch wirklich seit Jahren so, dass die Personen nur ausgetauscht werden. Die Positionen bleiben, die Personen werden aus. Und bis heute hat man keinen gefunden, ja. Oder? Oder keine zwei, möglicherweise. Das weißt du, in der obersten Etage, Entschuldigung, wovon? Ne? Die für Kontinuität stehen, für eine Zukunft. Ich könnte mal fragen, ob er nicht mal so für 10 Jahre zum HSV kommen will. Aber was hast du jetzt gegen Clemens Tönnies? Nein, positiv. Ach so, war positiv. Heinrich hat immer Ideen. Aber würde man es nochmal, Thomas, würdest du deine Führungsposition jetzt noch übernehmen, nachdem sich so viele verbrannt haben? Natürlich, du denkst ja, ich glaube, dass viele Leute denken, das ist eine Riesenchance, weil dieser HSV eben noch diese Aura hat nach außen hin, diese Strahlkraft in der Stadt sowieso, müssen wir nicht drüber reden. Nochmal, natürlich würde jeder denken, auf einem bestimmten Weg, ich kann es, aber nochmal, es gibt zu viele, Heiner weiß es besser als ich, zu viele, die eben nicht miteinander, sondern gegeneinander arbeiten. Und das ist der Team, den ich als Spieler auch damals kennengelernt habe, der Teamgedanke, wenn du nicht miteinander spielst und nur gegeneinander arbeitest, auch in der Mannschaft, wirst du keinen Erfolg haben. Und wenn wir den Verein verstehen als vielleicht Gegenmodell eines Unternehmens, dann weißt du, ist das Unternehmen immer so stark, wie jedenfalls die mittelständischen Unternehmen, so stark, wie die Unternehmerpersönlichkeit ist. Ja? So. Und wenn wir die nicht haben im HSV und es ist in einem mittelständischen Unternehmen, irgendwelche Leute reden da irgendwann rein, dann sind diese Unternehmen nicht erfolgreich. Und wenn wir das jetzt spiegeln wollen auf die Struktur des HSV, wäre eine Lösung, natürlich konsequent nach vorne spielen, aber das andere wäre im internen Verhältnis, da eine starke Figur zu finden, die plötzlich wieder das Ganze zum Erfolg führt. Aber die geholt wurden,
wurden, waren doch über Jahre immer die Hoffnungsträger. Also es gab doch immer einen gewissen Konsens in der Stadt. Ach, das ist jetzt der Richtige und das ist jetzt der Richtige und Bruchhagen ist jetzt der Richtige. Heinrich sagt ja auch, also der Mann hat eine gewisse Ruhe in den Verein gebracht. Trotzdem sagen wir, der HSV, wenn er die Spiele verliert, er verliert inzwischen schon ein bisschen besser. Ja, aber am Ende, wenn es verloren ist, ist es verloren und dann sind es 0 Punkte und dann hängen wir eben wieder unten drin. Also so hängt doch alles mit allem zusammen. Ja, aber du siehst zum Beispiel, die erfolgreichste Zeit beim HSV war die, da hattest du einen Manager, der hieß Günter Netzer, ja. Da hattest du einen Trainer, der hieß Happel, ja. Und dann hast du einen Präsidenten gehabt, der hieß Wolfgang Klein. Und der hat sich aus allem rausgehalten und das Ding hat im Prinzip Netzer mit Happel gemacht. Und jetzt hast du da so einen Baum an Leuten da, die dann alle mitreden wollen und im Prinzip von nicht so viel... Nee, ich glaube Baum gar nicht. Nochmal, Klaus, einfach Persönlichkeiten auch, weißt du, ja. Die das nach, ne, die auch erstmal in Ruhe arbeiten dürfen hier, weißt du, hier wird ja jeder sofort, ist mein Eindruck, einer verbessert mich, außer Heribert kenne ich auch sehr gut, ich schätze ihn auch sehr und ich finde, er macht einen guten Job, aber es werden alle immer so schnell auch hier angegriffen und keiner nochmal, hat keiner dieses, oder? Ja, oder es gibt auch kein Team. Es gibt auch kein Team vielleicht. Und in der Zeit kann nichts entstehen. Dann kommt wieder der Aufsichtsrat und dann kommt der wieder in den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat. Ich weiß gar nicht. So, vor dem und vor dem. Warum immer jemand Opposition immer geben muss? Ich verstehe es nicht. Aber Thomas, da müssen wir doch mal das Beispiel nehmen, was ich vorhin gesagt habe. Wer ist dafür verantwortlich, dass ein Spieler wie Demiray, den du in der zweiten Liga in Düsseldorf siehst, und dann vom HSV einfach ab die Post für, ich glaube, 2,7 Millionen verkauft an Hoffenheim und der hat jetzt einen zweistelligen Millionenwert. Also da ist doch einer für verantwortlich, der dann sagt beim HSV, geh. Der aber jetzt du weißt, natürlich nicht mehr da ist, ne? Der jetzt schon längst nicht mehr da ist. Die Geschichte Özcanali kennst du ja auch noch. Sie war auch, ne? Özcanali war auch Trainer gewesen. Hey, ich will doch unbedingt einen positiven Aspekt heute ran. Wir wollen nicht so nur Trübsal blasen. Nein, wir wollen auch gar nicht. Jan Fiete Arp. Nee, ja, das stimmt. Dann ist ja auch richtig. Ja. Aber Jan Fiete Arp, der große neue Hoffnungsträger. Thomas, an dich auch wieder die Frage, wie mit Fluch und Segen. Wird Jan Fiete Arp der neue Nationalspieler? Nein, also wie gut siehst du das Talent wirklich noch? Er ist am Anfang seiner Karriere, aber also, er hat das toll gemacht. Jetzt ist 17 Jahre jung. Was super. Glaubst du, wie viel Potenzial hat er? Nein, das freut mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mal jemand nachkommt. Ne? Das hat auch ein großes Problem übrigens vom HSV in den letzten Jahren, wissen wir auch. Alle U-Mannschaften, zweite Mannschaft hat nicht funktioniert. Jetzt stehen sie alle gut da. Wurde auch Zeit, finde ich jetzt persönlich. Ne? Also kann ja auch nur ein... Oder ist für alle Vereine mittlerweile ein sehr guter Weg? Und ich will dich nicht unterbringen, aber machst du auch gerade. Will ich ja nicht, mache ich auch nicht, das weißt du. Rüde auch. Aber das ist ja Folgendes, der HSV ist auch mit der zweiten Mannschaft oder mit den Jugendmannschaften nun absolut erfolgreich. Stehen alle auf Platz 1 bis jetzt. Entschuldigung, aber was ist in den letzten 5, 6 Jahren gewesen? So, ich will dir was sagen. Die zweite Mannschaft bei uns, da sind so viele tolle Talente drin. Ja. Das einige, das was mich fehlt, was ich vermisse, ist das. Ich gehe da ab und zu hin. Ich habe den Gitzold da noch nie gesehen. Ja. Aber es ist natürlich, Thomas, das weißt du, es ist schwierig, den Sprung zu schaffen. Ein gutes Talent. Ich glaube, der HSV hatte schon viele gute Talente, aber dann den Sprung zu schaffen. Aber der HSV gibt diesen Talenten nur dann eine Chance, wenn sie keine andere Möglichkeit haben. Sei es durch Verletzungen oder Sperren oder wie auch immer. Ich habe auch einige Spiele. Ich gucke mir das mal regelmäßig an, Eintracht Norderstedt. Weil da gibt es den Videobeweis nicht. Ja, verstehst du? So. Auch ein schönes Thema. Und ich habe die U21 gesehen vom HSV gegen Jeddelo. Das ist mein zweiter Club, kommt noch aus Oldenburg. Da waren 3 Spieler dabei, wo ich sage sofort, die kannst du in der Bundesligamannschaft einsetzen. Der Japaner, der jetzt spielt, der Ito. Der war, also hast du gesagt, wenn der spielt, habe ich noch gesagt auf der Tribüne, wenn der spielt im Volksparkstadion, der macht die ganzen Zuschauer verrückt und sowas fehlt. Beim HSV. Aber mal die andere Seite dieses Hypes um diese jungen Spieler oder um mal namentlich diesen Jan Fiete Arp dann zu nennen, da wird natürlich auch sofort gefragt und Uwe Seeler hat sich entsprechend auch schon geäußert, dass er gesagt hat, macht mir den Jungen nicht schon so schnell kaputt. Was trägt der alles mit seinen jungen Jahren auf den schmalen Schultern? Ist der Hype um so eine Person, dann schießt der auch noch mitten im Hype so ein entscheidendes Tor, dann geht das ja nochmal eine Stufe höher, die Rakete zündet. Ist der Hype dann, verselbstständigt sich der dann? Ist der zu groß? Nee, noch nicht, glaube ich. Noch nicht. Nee, kann noch er nicht. Damit umgehen? Noch nicht. Aber ich bin nochmal, was Klaus gesagt hat, es ist vollkommen richtig. Ich glaube, wenn der HSV jetzt 15 oder 18 Punkte hätte,
wären die Jungen nie an den Start gekommen. Ja. Das war von Markus Gistel auch so ein bisschen, ich will ihm nichts unterstellen, ich kann es nicht genau wissen, ja. Ja. Ne? Ja. Aber es hat funktioniert, ja. Und das ist auch positiv und das ist ja auch schön, wie du sagst, und Ito auch. Ne? Und, ja. Und man hat ja auch gemerkt, die Zuschauer wollen ja, ne, wieder Spieler, die aus der Jugend kommen, aus dem Verein kommen. Sich, du brauchst jetzt um. Ich meine, wenn du das jetzt mal, als du jung warst, du bist, glaube ich, mit 19 Profi geworden, der ist ja erst 17. Muss man den noch beschützen? Ja, klar, laufen lassen? Natürlich musst du ihn da ein bisschen rausnehmen, jetzt auch öffentlich und so weiter und so fort. Aber ich meine, wie er sich da eingedreht hat, nochmal die Krücke gemacht hat und den reingeschossen hat. Ja, also das in Stuttgart, wie der Mann gedeckt wurde. Also alles gut. Also alles so gut. Und wir wollen nicht immer meckern. Und einmal war er da und hat er was gemacht. Was das so schön ist. Positiv, und jetzt, pass auf, wir dürfen uns auch jetzt nicht damit befassen, wenn Fiete ab, hoffentlich bleibt er, hoffentlich geht er weg. Oder so. Weil so dieses Bundesliga-Geschäft, das ist ja ein, was ich unheimlich toll fand. Ne? Ich habe einen Freund und der hat wieder einen Freund. Gibt es doch mal. Und mein Freund erzählt mir, dass sein Freund einen englischen Profiklub kaufen möchte. Ja. Ah, ja. Kostet okay. So circa eine Milliarde. Okay. So, kostet circa eine Milliarde. Aber der möchte und war auch schon beim HSV. Und jetzt sagt mein Freund mir, ich habe ihn aber klar gemacht, dass die Raute HSV ganz was Wertvolles, ein richtig guter Club. Und die hat man richtig angebissen. Ich weiß nicht, ob er sich nochmal einen Club in England. Aber den haben wir so ein bisschen auf die Linie gebracht, zusammen mit Herrn Kühne, vielleicht mal richtig was auf die Beine zu stellen. Hier in Hamburg aber. In Hamburg, ja. Dass er zusammen mit Michael Kühne oder Herr Kühne, wenn die sich verstehen, dass man dann mal ein Gebilde schafft, ein finanzielles Gebilde, dass man nun wirklich was aufbauen kann. Da braut sich ja was zusammen im positiven Sinne. Vielleicht, Heinrich, ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden. Ich sehe der Thorsten Schad mit dem Hufen für seine Schlussrunde. Ich möchte aber vorher noch ganz wichtiges Thema, lieber Thomas, Kicken mit Herz. Eine wichtige Fußballveranstaltung, ich weiß nicht, wer sie kennt, hier im Raum auch unter unseren Gästen, für den guten Zweck. Thomas ist einer der Stars vor Ort, die nochmal ihre Fußballbuffer schnüren. Thomas, wie groß ist die Vorfreude, wie fit bist du? Können wir die zweite Frage streichen und nur die erste nehmen? Vorfreude ist riesig. Nein, schon lange dabei. Dr. Tomir kenne ich auch schon sehr, sehr lange im Kinderherzzentrum. Wann ist das genau? Am 3. Dezember. 3. Dezember, der erste genau. Advent, nachmittags in der Sporthalle Hamburg. Du bist dabei, Thomas Strunz, Tim Melzer steht, glaube ich, im Tor. Hast du letztes Mal? Ich befürchte Schlimmes, ja, aber er ist im Tor. Viele Promis und das Ganze für einen guten Zweck. Die Kinderstation vom UKE. Genau, die brauchen natürlich auch immer logischerweise viel, viel Geld. Ja. Wer selbst Kinder hat, weiß, glaube ich, wie wichtig das ist, auch eine gute ärztliche Versorgung zu haben. Toi, 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 meinen Kindern geht es gut soweit, aber ich kenne auch andere, die eben große Probleme haben und die machen das super, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also und dieses Spiel. Ans Herz gelegt, liebe Zuschauer, ne? Man kann da hinkommen, man kann spenden, man kann Lose kaufen. Es gibt alles Mögliche, was man sich verbreitet. Alle Infos kickenmitherz.de, das sei noch schnell gesagt. Das wollen wir unbedingt sagen. Ja. So, dann wollen wir, Uli hat es angedeutet, zu einer kurzen Schlussrunde kommen. Kurz vorher, liebe Zuschauer, wir wollen ganz ehrlich sein, weil wir ein ehrlicher Sender sind und dies hier eine besonders ehrliche Sendung im Besonderen ist, wir haben teilweise über Dinge gesprochen, die Sie möglicherweise schon besser wissen, weil wir haben diese Sendung, die Sie heute sehen, gestern aufgezeichnet. Also Sie können jetzt so ein bisschen abgleichen, was unsere Fachleute hier gesagt haben. Wir wissen heute Abend, wo wir hier sitzen, schwierigere, brisante Sitzung beim HSV. Morgen sind Sie schlauer, wir sind die Dummen, wollten wir an der Stelle nur gesagt haben. Ja, bitte ja. Mal Applaus. Also, kleine Schlussrunde, wir haben ganz kurze. Wir haben bis zur nächsten Sendung, wir melden uns in 3 Wochen schon wieder am 7. Dezember mit der nächsten, das ist dann die 25. 7. Dezember. Bis dahin 3 Spiele des HSV. Es geht unter anderem nach Schalke, Freiburg, Hoffenheim. Wie viele Punkte kommen dazu? Thomas, du fängst an, ganz kurze Ansage. Nee, ich wollte Heiner nur fragen, wer ist denn der Milliardär eigentlich? Ja, genau. Sehr gut. Möchtest du das? Das kann er gleich noch beantworten. Ich sage mindestens 4 Punkte übrigens. Okay. So, jetzt du. Oh, das wäre aber auch wichtig. Ja? 4 Punkte aus den 3 Spielen? Heinrich, schnell. 4 Punkte, ja. 4 Punkte. Auch? Sagst du auch? Ja. Wie heißt er jetzt? Der Milliardär? Das erfahren Sie morgen, wie heißt es immer bei... Morgen beim Faktencheck. Ja, Faktencheck bei Haas, aber fair. Wolfgang, 3 Spiele. Ich erinnere mich noch an die Zeit 80er Jahre. Oh, komm, wie doch, war nicht, das, du kriegst ja jetzt vom Krieg. Wie war das noch der Song?
Wer wird deutscher Meister? Ich sage euch nur eins. Hamburg kann es und das steckt noch in uns drin. Lass uns das machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel. Klaus, ich möchte erst sagen, dreimal deutscher Meister. Wasser trinken hier, weil du mit solchen Dingern hier an Wer wird deutscher Meister? Du meinst, wenn wir Alkohol trinken würden, würden wir das alle sagen? Wenn wir uns daran erinnern nochmal, wie stark wir sind als Stadt. Das wollte ich dir nochmal sagen. So, wunderbar, das nehmen wir mit. Klaus, jetzt nehmen wir mit. Die harten Fakten. Die harten Fakten, das war Hoffenheim auswärts. Auf Schalke, zu Hause gegen Hoffenheim und in Freiburg. Du komm. 9? 9 Punkte. Wenn du jetzt 10 sagst, bist du da... Also, ich bin Realist. Ja. Also, mit 3 Punkten wäre ich zufrieden. Ganz ehrlich. Also, wir sind zufrieden, dass das eine schöne Runde war. Ihr wart ein tolles Publikum. Ihnen nochmal gesagt, 7. Dezember, nächste Nachspielzeit in 3 Wochen. Der hier gewonnen hat jetzt mit dem Tipp, der kriegt ein Audi. Das klären wir. Ja, ich bitte dich, an die Familie Glate zu wenden. Ja. Bernd und Anja freuen sich schon. Und wir melden uns wieder aus dem Auto Wichert Autoterminal. Bis dahin, Dankeschön, Küsschen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachspielzeit, der Hamburg 1 Sport Talk, wurde Ihnen präsentiert von Auto Wichert. Mit freundlicher Unterstützung unserer Partner.